Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sind wir an einem besonderen Ort und vielleicht hast du ja schon erraten, wo das sein könnte. Genau, es ist die Sakristei St. Josef und ich stehe ja schon vor so Schränken. Und im heutigen Video geht es um das Kirchenjahr und seine liturgischen Farben. Ich weiß gar nicht, ob du schon vom Kirchenjahr gehört hast. Wir alle kennen ja das Kalenderjahr, das mit dem 1. Januar beginnt und mit dem 31. Dezember endet. Aber auch die Kirche hat einen eigenen Kalender. Und dieser Kalender beginnt immer am Vorabend des 1. Advent und endet mit dem Christkönigsfest. Und vielleicht ist dir ja gerade schon ein bisschen was aufgefallen. Hier sind ja überall so verschiedene Farben. Und einige Farben wiederholen sich und einige Farben tauchen auch nur zu bestimmten Festen auf. Aber im heutigen Video soll es gar nicht um die einzelnen Feste gehen, die wir auch viele von denen kennen, sondern tatsächlich um die Farben. Diese Farben nennt man liturgische Farben und sie fallen euch vielleicht auf bei den Messgewändern, die Priester tragen. Und jetzt wollen wir einmal in den Schrank schauen, wo denn sich die ganzen Gewänder befinden. Kommt mal mit. Die einzelnen Farben gibt es schon ganz lange. Genauer gesagt, seit der Antike, da hat man ein bisschen mit Purpur herumexperimentiert. Purpur wurde aus dem Sekret einer Meeresschnecke gewonnen und war somit sehr teuer. Und wenn man das in einem Verhältnis gesetzt hat und es richtig gemischt hat, dann hat man unterschiedliche Farben bekommen. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das Konzil ist ein Zusammenschluss von den verschiedenen Bischöfen aus allen Teilen der Erde und dem Papst, wo Beschlüsse für die gesamte Kirche festgelegt werden, kam auch der Beschluss, dass es einheitliche liturgische Farben geben soll, damit die Menschen immer wissen, was gerade gefeiert wird und in welchem Jahreskreis wir uns aktuell befinden. Und wir starten diese Farbenlehre so ein bisschen mit dem ersten Gewand. Vielleicht ist dir ja aufgefallen, dass die Gewänder, die hinter mir zu sehen sind, sich auch im Jahreskreis anhand der Farben wiedererkennen lassen. Und darauf kommt es heute im Video eigentlich an. Wir fangen mit der Farbenlehre ein bisschen an, indem wir uns das erste Gewand vornehmen. Das erste Gewand, das ist weiß und ist das sogenannte Untergewand, welches der Priester unter seinem Messgewand anzieht. Das Gewand ist weiß, rein weiß und soll die Priester an irgendetwas erinnern. Hast du da vielleicht eine Idee? Ich gebe dir nochmal einen kleinen Hinweis. Und zwar erinnert es die Priester an ihre Taufe. An ihre Taufe, so auch wie es jeden von uns mit einem weißen Gewand an die Taufe erinnern soll. Die Taufe als Zeichen, ja, ich bin Freund oder Freundin von Jesus Christus und ich erinnere mich immer wieder daran, Ja gesagt zu haben, Ja zu einem Leben mit Gott und mit Jesus Christus. Und so tragen die Priester das immer als Erinnerung daran, dass sie dieses Versprechen gegeben haben unter ihrem Gewand. Wir starten mit der Farbe Grün. Grün symbolisiert die Farbe der Hoffnung und wenn kein besonderes Fest gefeiert wird oder eine besondere Zeit ansteht, trägt der Priester dieses grüne Gewand. Das grüne Gewand soll uns auch durch den Alltag begleiten und zwar so ein bisschen uns Hoffnung schenken in der ganzen Zeit, die vor uns liegt. Die nächste Farbe, um die es sich handeln soll, die hängt schon direkt neben mir. Es geht um die Farbe Rot und wenn du jetzt einmal überlegst, für was du Rot verwendest, wenn du etwas malst, kommst du wahrscheinlich auch darauf, wofür diese Farbe eigentlich steht. Genau. Wahrscheinlich ist dir eingefallen, dass du Rot verwendest, wenn du Herzchen malst und Liebe damit ausdrücken möchtest.
möchtest, aber auch wenn etwas ja ganz Schlimmes passiert ist, wenn es blutet oder so. Diese Farbe ist Liebe und Schmerz zugleich. Und zwar wird sie an den Tagen getragen, wo wir besonders an das Leiden Jesu Christi gedenken. Das ist der Palmsonntag und auch der Karfreitag, an dem Jesus Christus ans Kreuz genagelt wird und in dem er aus Liebe zu uns stirbt. Diese Farbe wird aber nicht nur an den Tagen getragen, an die wir besonders an das Leiden denken, sondern auch, wo viel Freude herrscht. Diese Farbe wird unter anderem auch an Pfingsten getragen oder auch an der Firmung. Und zwar wird diese Farbe auch genutzt, um Feuer auszudrücken. Und zwar das Feuer, was auf die Menschen herunterkam, wo sie dann den Heiligen Geist empfangen haben. Deswegen sieht man auch bei einigen Messgewändern, gibt es ein paar Stickereien, so wie hier, was so ein bisschen das Feuer verdeutlichen soll. Komm, wir schauen uns jetzt das nächste Gewand an. Violett ist die Farbe des Neubeginns und der Umkehr. Und zwar wird diese Farbe, so wie du dich ja erinnert hast, zum Anfang des Jahreskreises getragen. In der Adventszeit wird aber auch getragen, wenn wir Aschermittwoch feiern. Denn diese Farbe steht auch für Buße und Umkehr. Wir sollen uns nochmal darauf besinnen, was wir vielleicht falsch gemacht haben, was wir hätten vielleicht ändern können. So trägt der Priester diese Farbe auch auf einer Stola beim Sakrament der Versöhnung und auch bei den Bußgottesdiensten. Eine weitere Farbe, die ich euch eigentlich zeigen wollte, die gibt es hier in der Sakristei St. Josef nicht, und zwar die Farbe Rosa. Und vielleicht fragst du dich, Rosa? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass es irgendjemand anhatte. Das ist doch eigentlich eine Farbe so typisch für Mädchen. Aber auch Priester tragen das und auch die Kirche ist geschmückt an genau zwei Tagen im Jahr. Und zwar dem dritten Adventssonntag, dem Gaudete-Sonntag, in dem es heißt Freut euch, und dem Letare-Sonntag, das ist der vierte Ostersonntag. Damit sind wir auch schon bei der letzten Farbe angekommen. Und die letzte Farbe, die kennt ihr bestimmt auch alle. Wir haben mit der Farbe gestartet und enden auch mit dieser Farbe. Und ich tausche einmal das Gewand aus und wir beginnen dann mit der letzten Farbe. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, wir haben mit dem Untergewand des Priesters, das an die Taufe erinnern sollte, gestartet. Und wir enden auch mit der gleichen Farbe. Und zwar mit dem weißen Gewand, ich hänge es mal hier neben mich, was so ein paar Goldstickereien inne hat und was das eigentlich genau bedeuten soll und warum es denn schon wieder ein weißes Gewand geben soll und ob es immer noch an die Taufe erinnern soll, das gibt es jetzt von mir. Die Farbe Weiß erinnert so ein bisschen an Licht und an Reinheit und ist die Symbolfarbe dafür. Und ihr erinnert euch bestimmt noch an den Anfang, da hatten wir schon das weiße Untergewand und auch das weiße Taufkleid, was an Jesus Christus erinnern soll, weil den Bund mit Jesus Christus ausmachen soll. Und so wird auch die Farbe Weiß getragen an besonderen Festtagen, wo wir Jesus Christus gedenken. Es ist natürlich zum einen sein Geburtstag, dann wann Jesus geboren wurde und dann auch seine Auferstehung, wo es dann heißt, Jesus hat den Tod besiegt und ist für uns Menschen auferstanden und gezeigt, der Tod ist besiegbar und die Liebe Gottes zu uns Menschen unendlich. Und damit sind wir tatsächlich auch mit der Farbenlehre im liturgischen Kalender zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Klarheit verschafft, so jetzt genau zu wissen, ach, wenn irgendwas in der Kirche festlich geschmückt ist oder wann der Priester ein besonderes Gewand trägt, das hat einen bestimmten Hintergrund. Aber nicht nur der Priester trägt ein Gewand in der bestimmten Farbe im Jahreskreis, sondern auch manchmal die Messdiener. So tragen sie Talar und Rochette mit der Farbe zum Kirchenjahr. Und damit endet das heutige Video. Ich freue mich, dass du so lange dabei bist. Jetzt findest du unten ein kleines Rätsel, wo du nochmal schauen kannst, habe ich das eigentlich so richtig verstanden mit den liturgischen Farben? Und auch nochmal das Kirchenjahr zum Ausdrucken, damit du ein bisschen besser darüber Bescheid weißt. Ich freue mich, auch wenn du im nächsten Video dabei bist, hier in der digitalen Erstkommunionvorbereitung in Nippes und Bilderstückchen. Bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die
verstehen.